Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen hier direkt weiter, Freunde. Wir hatten ja beim letzten Mal ein bisschen Hilfe, damit wir hier weiterkommen können. Und schaut euch das mal an. Wie geil sieht das... Was ist das da vorne? Ist das der Kristall, den wir zerstören wollen? Aber der sieht ein bisschen klein aus. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen hier im Drachenhauch. Sehr, sehr cool bisher auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Ich hatte schon genug von ihrer Gastfreundschaft. Lächerlich. Lächerlich, dass die schon wieder denken, sie hätten irgendwie eine Chance. Aber auch nur Level 24, wa? Also, interessant zu sehen. Interessant zu sehen, dass teilweise denn doch Leute auf unserem Level sind ungefähr und dann auch wieder nicht. Obwohl wir ja so viel... noch ein bisschen gelevelt haben wir schon. Ich habe halt ein paar mehr Kämpfe mitgenommen, so auf dem Weg, weißt du? Aber... Und zwei, drei Monster jetzt schon spezielle Monster besiegt, aber ansonsten so richtig gegrindet auf jeden Fall nicht. Aber egal. Soll mal recht sein. Wir haben ja auch schon, ich glaube, der Hippogreif, der war ja sogar ein Level über mir. Und war ja trotzdem nicht sonderlich schwer. So. Na, kriegst du das hin oder? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, Freunde. Wie immer natürlich danke für eure Unterstützung und gerne natürlich auch weiter supporten, ja, mit einer kleinen Bewertung. Unterschätzt es nicht, wie viel das bringt hier für den Kanal, für das Projekt. Unterschätzt es wirklich nicht, das hilft extrem weiter. Natürlich ein Kommentar oben drauf ist natürlich nochmal doppelt so geil. Ich glaube, das ist wirklich der Kristall. Der sieht aber relativ klein aus, oder? Klein und kompakt. Wie viele denn noch? Also verglichen mit anderen Gebieten ist es noch nichts, ehrlich gesagt. Er hält sich noch sehr, 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 sehr in Grenzen. Ich soll mal hier rankommen in den Todessturm, Wirbel, Super, Vergeltungs, Tornado. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haut mega krass rein. Das haut mega krass rein. 22.000 Schaden. Ja. Das Ziel ist irgendwann mal eine 30 vorne zu stehen zu haben. Ja. Das ist das nächste Ziel eigentlich. Ja, ja, ist gut, lass gut sein, ey. Loser, ey. So, weg mit dem. Jetzt die kleinen Fische hier. Sie gehören dir. Lächerlich, ey, diese Musik, ey. Ey, als wären wir gleich wirklich einen Bossfight mit Davy Jones haben, ne? Genial, genial, Freunde. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch dieses Jahr noch freut. Weil, wie gesagt, das wird jetzt das erstmal letzte Game sein, das erstmal letzte große Game. Ist ein bisschen ruhig die nächsten zwei Monate. Vor allem im Vergleich zu dem, was dieses Jahr schon rausgekommen ist. Schauen, was wir dann machen. Ich meine, wir sind ja noch lange nicht durch hier mit dem Game. Wir haben auf jeden Fall noch das Game. Ich habe ja auch noch meinen zweiten Kanal, der so ums Gaming, wenn ihr Bock habt, da auch gerne mal vorbeizuschauen. Macht das gerne. Habe ich auf jeden Fall schon das ein oder andere übertrieben geile Spiel aus diesem Jahr gespielt, wie zum Beispiel Hyper Rush. Extremst geiles Game. Für mich persönlich auch ein absoluter Überraschungshit. Like a Dragon Ishin. Auch sehr, sehr geil. Und noch ein paar andere Sachen. SpongeBob zum Beispiel. Gab es ja auch. War jetzt nicht der Überknaller, fand ich, jetzt das neue SpongeBob-Game. Aber auch nicht schlecht auf jeden Fall. So, wo müssen wir lang, Kleiner? Genau. Ah, da, die kleine Tür. Clive, es gibt etwas, das du wissen solltest. Ja? Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan.
Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Verständlich. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Sehr gut. So sieht's aus. Ach, guck mal hier, jetzt haben wir ein bisschen was Neues, eh? Die inneren Heiligtümer, die geweihten Räume, in denen die jeweiligen Kerne der Mutterkristalle liegen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden die Heiligtümer noch vor der Ära der Gefallenen erschaffen. Obwohl die Menschheit ihre wahre Bedeutung lange vergessen hat, gelten sie noch immer als schicksalhafte Orte. Die Eisernen Krieger. Hatten wir das nicht? Nee, ist auch was anderes. Sieht ganz cool aus. Also das Design sieht schon nice aus, auf jeden Fall. Die gefürchteten Truppen des Eisernen Königreichs, aufgeteilt in Verbände, deren Kommandanten ihre Befehle direkt vom König erfangen. Die Eisernen kämpfen bevorzugt mit schweren Keulen und Streitäxten. Ihr brutales Vorgehen im Kampf deckt sich mit ihrem generellen Gebaren und hat ihnen auf dem Festland den Ruf als wilde, wenn nicht gar primitive Krieger eingebracht. Ist natürlich so ein bisschen Wikinger inspiriert, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Wikinger, barbarenmäßig? So, ja, so. Die kristallene Orthodoxie, mein Gott. Eine Religion auf der Verehrung der Mutterkristall, die auf der Verehrung der Mutterkristalle gründet. Ihre Priester genießen große Macht, allen voran der Patriarch, der Anführer und Seelenhirte der Frommen. Die kristallene Orthodoxie ist vor allem als offizielle Religion des Eisernen Königreichs bekannt, wurde jedoch einst in ganz Valestea praktiziert. Ihre Anhänger betrachten die Mutterkristalle als göttliche Wesen und den Verbrauch von Äther für Magie als unverzeihliche Sünde. In Domini und Trägern, die auch ohne Kristalle den Äther nutzen und Magie wirken, sehen sie somit unreine Abscheulichkeiten. Sollen sie doch kommen, wenn sie Stress wollen. Wir unterstützen auf jeden Fall Jill. Das ist ja wohl klar. Wir müssen in die Richtung. Okay. Ja, ist ja gut. Komm doch schon. Kann halt nicht schneller laufen. Wir sind fast da. Kämpfen wir uns durch. Was redet der da plötzlich? Steck kein Wort, ey. Irgendwie mag ich diesen Move hier nicht so wirklich, ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich. Dieses Anvisieren mag ich echt nicht so. Nee, mag ich echt nicht. Weil mir das irgendwie zu lange dauert, wisst ihr? Irgendwie dauert mir das einfach zu lange. Es macht so Laune, das Kampfsystem. Neue Gegner nähern sich. Ja, kommt doch ran hier! Ihr Schweinegesichter. Ach so, anvisieren einmal wieder. Was soll das sein? Sehr gut, Torgal. Sehr gut, Torgal. So. Also wie gesagt, sie ist mir manchmal ein bisschen zu passiv, ey. Die steht dann teilweise nur rum. Weil sie kann ja zaubern. Ja, also wenn die Eisbrocken auf die Gegner droppen, dann ist es schon ganz cool. Aber sie macht es einfach viel zu wenig. Ey, die Lava sieht so krass aus. Heftig, also wirklich. Diese ganzen Elemente, so Feuer, Blitz, Wasser, Magma, hast du nicht gesehen, das kriegen die richtig krass hin hier, von der Optik her, von der Grafik. Oh, Mathenstanov, Clan in Juno.
Credit. O Mathensanov, Planet Dune on 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 Credit. Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt! Sadist! Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So, wie die heilige Mutter verlangt. So, wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei, was du schon immer warst, ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie. Jetzt! Ja. Was?
musst dich erinnern. Okay. Jetzt, Torben! Okay. Weg von mir, weg von mir, du Sau, du Elf. Ich sehe gar nichts mehr. Aber wieso verliert er manchmal hier das Ziel, ey? Ich hab das nicht abgewählt. Jetzt komm, hör doch mal auf hier rumzu. Ach du Scheiße, hat er mir einen Schaden gegeben. Schon wieder hat er das abgewählt. Hör doch mal auf, das Zielen abzuwählen, Junge, Junge. Hör mal auf damit jetzt. Komm, 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 komm. Nein, weg mit dem Scheißmodus. Verdammt. Also gut. Ich werde mich beeilen. Hey, ich werde mich beeilen, vor allem. Warum? Weißt du, sie wollte doch hier Action machen. Auf krass. Warum wählt er ständig die Markierung ab? Ohne Scheiß. Nervt jetzt sich damit. Was soll das? Ist das extra oder was? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Komm schon! Er wählt es schon wieder ab. Oh Bruder, nervt das gerade. Das nervt, ohne Scheiß, das nervt ein bisschen gerade. Weil dann komplett sofort instant die Übersicht sowieso flöten geht. Auch hier mit Anvisierung gerade. In der engen Arena. Schon ein bisschen nicht so cool. Schon wieder abvisiert. Ich weiß nicht warum. Schon wieder abvisiert. Eieiei. Eieiei. Okay, gebrochen. Jetzt geht's aber los hier. Los, 10.000 Schaden nur. Was hält die Sau aus, ey? Was machst du denn? Auf da! Zu langsam.
Ja, immer wenn er sich verwandelt, wählt er das automatisch ab. Okay, gut. So. Super Tornado. In seine Fresse rein. Tornado ist ganz woanders. Super. Geil. Holy moly, was hier ist denn jetzt los? Jetzt sag mal, was passiert denn hier gerade? Dumme Sau, du, ey. Sie gehören dir. Nee, wenn er sich wegteleportiert, wählt er auch automatisch ab. Egal, wir kommen klar, wir kommen klar, wir haben ihn gleich. Alles gut. An sich ist der Kampf auch nicht schwer, aber es ist natürlich, es macht es ein bisschen schwerer, wenn du immer wieder dich erstmal neu orientieren muss, wo ist der, nochmal anwählen, dann teleportiert er sich wieder weg, dann ist die Markierung wieder weg und dann musst du wieder neu orientieren, wieder neu anwählen, das macht es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten kann er ja nichts. Es sieht ganz gut aus. Ach, guck mal, wir haben hier schon über 2000, können wir gleich mal gucken, wenn es ein bisschen ruhiger ist, was wir uns holen. Ich werde das beenden, Clive. Clive, dein Schwert. Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Oh, wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich.
Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Verdammt, wir müssen weg. Ja, schnell. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Entlang, Hoheit. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh, wenn das so ist. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort? Im Dominium, euer Gnaden. Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrec? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragoons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird?
Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Okay, Freunde, bevor es jetzt hier weitergeht, ist hier erstmal Schluss. Ist ja auch wieder einiges passiert in dem Part. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auf jeden Fall an der Stelle Dankeschön für eure Unterstützung bis hierhin. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.